Sonntagmorgen, 20 nach 8. Hat mal wieder geregnet, alles ist nass. Ich will heute versuchen, ob ich mit einem Akku zwei Hometrail-Runden schaffe. Also so roundabout 2000 Höhenmeter. Am liebsten noch in einer einigermaßen vernünftigen Zeit. Mal sehen, wie es läuft. So, auf zu Abfahrt Nummer 3. Die ersten 6 Kilometer sind geschafft. Langsam kommt die Sonne durch. Mal schauen, vielleicht ist es ein gutes Zeichen. Ein bisschen aufpassen. Alles ist leicht nass. Keine Lust, mich hier abzulegen. Hier Abfahrt Nummer 6. Auf der letzten Rampe ist der erste Balken erloschen, also nur 80%. Ich habe dann mit den ersten 20% ungefähr 550 Höhenmeter gemacht und etwas über 10 Kilometer. So, auf dem Weg zur Abfahrt Nummer 7. Also bisher ist alles gut. Ich denke, ich bin da energietechnisch leicht im Plus. Habe noch nicht auf Tour gebraucht. Bisher viel Eco gefahren. Fühle mich noch relativ gut. Mal schauen. So. So, dann geht's jetzt in Abfahrt Nummer 9. Und dann kann man Haken an die erste Runde machen. Thank you.
So, auf geht's in Runde 2. War jetzt 1 Stunde 40 für 21 Kilometer und 820 Höhenmeter nach Garmin. Ich denke, das werden ganz knapp die 1000 Höhenmeter auf Strava sein. Laut Akku bin ich immer noch bei über 60%. Also alles drin für die zweite Runde. Ich denke, das werde ich brauchen, dass ich an der einen oder anderen Rampe ein bisschen mehr Tour fahre. So, Abfahrt Nummer 10 und Runde Nummer 2. Zweite Runde auch geschafft, in 1 Stunde 37. Mein Garmin sagt, ich hätte, was haben wir jetzt, 1480. Eigentlich müssten wir bei 1615 stehen. Hallo? Das heißt, irgendwas passt da schon wieder nicht, aber das bin ich ja schon fast gewohnt. Und da ich unbedingt die 2000 Höhenmeter knacken will und mir nicht sicher bin, ob das jetzt gereicht hat, fahre ich jetzt nochmal den ersten Spot an und fahre da einfach nochmal ein oder zwei Abfahrten.
Abfahrt Nummer 20. Oh, Abfahrt 21. So, letzte Abfahrt, Abfahrt 22, Akku ist fast leer, ich bin leer, knapp 44 Kilometer gemacht, wie gesagt 22 Abfahrten dann. Zweimal die komplette Runde, plus noch ein paar Trails obendrauf. Ich hoffe, jetzt stehen einfach nur die 2000 vorne, dann bin ich zufrieden. Habe ich alles erreicht, was ich wollte. Und dann schauen wir mal.